Okay. Das machen wir gleich nochmal. Obwohl, jetzt haben wir gar nicht die Amber Herbst. Ich mach mal alle Slots voll mit dem... Oh, die Schrotflintengeschichte. Gib. Attune Spells. Du weg. Schrotflinte hin. Du weg. Das da hin. So. Komm her, du Schnäppe. Gucken, ob sie jetzt überhaupt aggressiv ist. Im Idealfall hat sie sich beruhigt. Und sitzt wieder da oder steht wieder da und macht nichts. Hier können wir uns direkt vor sie stellen und das Ding spammen. Nee. Das macht fast gar nichts. Und wir sind tot. Okay. Nicht gut. Da können wir also erstmal nicht lang. So viel zu Talanas Arroganz. Aber sie ist unsterblich. Also ist hier das Wayne. Wir müssen jetzt also anderweitig uns umgucken. Da kommen wir erstmal nicht lang. Wir können versuchen, ins Loch runterzuspringen. Dafür werden wir zu schwach sein. Oder wir können halt in der Bastille gucken, ob es da noch irgendwo andere Wege gibt. Aber vorher wollen wir mal zur Katze gehen, weil die hatte mehrere Optionen für uns. Hallo Katze, kannst du die komische Frau da hinten beruhigen? Oh. No, you do have a type, I'm quite. Bann Covenants, Covenants. Nee, kannst du nicht. HP, Detect. Nee. Nothing suited you, I presume. Das ist nicht gut. Der Schmied wird nichts in der Richtung anstellen können. Vielleicht der depressive Typ. Wobei ich auch da nicht wirklich viel Hoffnung habe. Okay, das heißt, wir müssen in der Bastille uns umgucken. Eventuell müssen wir sogar wirklich den Boss in der Bastille machen. Aber wir müssen jetzt wesentlich stärker werden, damit wir genug Schaden verursachen und wir sie töten können. Oder irgendeinen Weg finden, um sie zu beruhigen. Look at our new neighbors. How they fret over all and sundry. Oh, those were better days. Ah, dear me. It really takes me back. Mit den neuen Nachbarn meinte die alte Frau, die gekommen ist, und der Architekt? Covenant, kann's auch nicht helfen. Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort, but little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. May you find peace on your journey. Was haben wir im Wald gefunden, was uns helfen könnte? Also mehrere Schlüssel, ja. Und dann ein Weg zur Bastille. Aber haben wir im Wald schon wirklich alles gemacht? Die Feuerechsen sind noch da. Da könnte es auch noch weitergehen. Aber die werden noch zu schwer für uns sein. Und wir haben den Fallring noch nicht gekauft, oder? Nee, der war zu teuer. Den sollten wir bei Zeiten wirklich mal holen. Hallo Zwiebelhelm. Okay, wir gehen jetzt zu Bastille und schauen uns da um. Und zwar die Ecke der Bastille. Noch eine Sache, die wir machen könnten, um schnell an Seelen zu kommen, ist, dass wir anderen Leuten helfen bei den Bossen. Zum Beispiel diesen Dreierboss hier. Dass wir selber keine Hilfe in Anspruch nehmen, das wollte ich ja nicht unbedingt, aber dass wir anderen helfen. So bekommen wir zum einen unsere Menschlichkeit zurück und zum anderen einen Anteil an den Seelen. Oh, bist du wieder ein weißer Ritter? Ja, bist du. Willst du dieser mit uns reden? Nein, willst du nicht.
Wo ist meine Schrotflinte da? Okay. Komm, versuch einmal zu pieksen, dann heile ich mich. Oder auch nicht. Menno, es läuft gerade nicht so wirklich gut. Also nicht, dass wir irgendwelche Seelen verlieren würden. Wir haben gerade gar keine. Okay, also nochmal hoch. Und dann auf maximale Distanz den Typen anschießen. So, die heben wir auch auf, wenn nichts drin ist. Ja. Dann können wir dich... Da unten ist was. Ja, nee, das will ich nicht. Ich will ihn hier targeten. Okay. Und spammen. Ja, das macht viel mehr Schaden als dieser Schrotflintenschuss. Den sollte ich rausnehmen. Und was hast du Schönes? Ein Heidelspeer. Und 5400 Seelen. Oh, schick. So, hier könnte man... Oh. Hier kann man wohl runterspringen. Da wohl eher nicht. Human Effigy und eine Seele. Oh, ich habe da oben jetzt noch was übersehen. Oben drauf lag auch noch was. Hund. Oh, ich glaube, wir sind beim Schmied um die Ecke. Ja, da war ein Gatter, das wir nicht öffnen konnten. Das wird jetzt die andere Seite sein. Oh, da. Oh, ich höre noch Hund. Weg, 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 weg. Ah. Ja. Kaputt, 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 kaputt. Gib mir Seelen. Ah, das ist so ein Köderschädel. Da oben noch was drauf? Nö. Oh, ich höre wieder was. Wow, okay. Hallo, großer Typ. Oh oh, das ist zu langsam. Du müsstest okay sein, ja. Muss mich erst an die neuen Sprüche gewöhnen, wie schnell die zaubern und so. So, da könnte noch irgendwo was drauf liegen. Nein. Dann könnten wir hier in dem Turm hoch. Eventuell wieder da hoch, wo wir hergekommen sind. Ambush ahead. Okay. Trinken. Deswegen sind ja wahrscheinlich auch so viele rote Blutflecken, huh? Hoch, 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 hoch. Ja, es ist genau da, wo wir eben waren. Und hier lag doch nichts. Ich wollte nur hier runter gucken, was da ist. Okay. Rutsch. Ja. Also hier waren wir, da waren wir, da waren wir. Was steht hier? Angreifen. Achso, die Treasure Head. Das Angreifen steht für, man sollte diese komischen Holzgerüste da angreifen. No, danke. Und ich glaube, hier geht's weiter. Und ich will gerade nicht weiter. Ich will erstmal gucken, ob wir da eine Verbindung haben zu dem Schmied. Flame, dear Flame. Genau den meine ich. Und ja, das ist hier die Ecke. Öffne das da. Kalik. Zwei Hunde, zwei Bolzen. Könnte reichen. Oder auch nicht. Ah, selbst der normale Große hat gereicht. So, dann können wir hier das Leuchtfeuer kurz benutzen, um die Zauber aufzustufen. Aufzufüllen. So. Na. Na komm. Au. So.
Was wir auch noch machen könnten, um genug Schaden zu verursachen, um die doofe Kleriker umzubringen, ist den Stab doch aufzustufen. Ich hatte ja ein wenig damit gehadert, weil ich nicht etwas aufstufen wollte, also den Stab, wenn wir ihn nicht wirklich brauchen, weil er eventuell bald ersetzt wird. Aber wir spielen jetzt schon seit einer Weile und wir haben keinen besseren Zauberstab gefunden. Wobei, Sorcerer Stuff, das ist genau der gleiche, den der Magier auch verkauft hätte. Wo? Das heißt, wir gucken uns erstmal um. Und wenn wir nirgendwo weiterkommen, außer bei der komischen Frau oder den drei Bossen, dann stufen wir unseren jetzigen Stab auf. Hatte ich keine einfachen Pfeile mehr? Nee. Weg, weg. Hier ist nix. Ganz schön düster hier. Eventuell hätte ich eine Fackel anzünden sollen. Oh, ich habe irgendeinen Schlüssel benutzt. Einen antiquierten Schlüssel. Messer, 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 Messer. Oh Gott. Ja, also da geht es definitiv weiter und wir haben sogar einen Schlüssel benutzt, um da hinzukommen. Ich würde aber erstmal... Oh, oh. Was seid ihr für Jungs? Kaputt seid ihr? Und ihr macht einen Flächeneffekt. Weg. Oh, man wird schon wieder fast bei 1000 Seelen. Sehr gut. Dual Head. Weakness Backstabbing. Oder Backstepping. Also das hier meinten die wahrscheinlich. Flame Butterfly. Oh, die sind praktisch. Die sorgen dafür, dass man auch ohne eine Feuerquelle die Fackeln anzünden kann. Wobei wir hier gleich eine Feuerquelle haben, also nicht so wichtig. Oh, und hier ist wieder ein Stein, den man runterschubsen kann. Kriegen wir wieder eine Seele? Wieder so ein Scherbending? Oh, nein, kriegen wir nicht. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, die sind doch ganz gut machbar. Wanderer, Hood, Wanderer, Code. Oh, das klingt nach uns. Endlich mal eine neue Robe. Das hätte was. Equipment. Hollow Infantry. Imported Wanderer. Paar mehr physische Resistenzen, dafür Wucht weniger. Feuer weniger, Blitz viel weniger. Nee, das ist nicht gut. Das will ich nicht. Die hier könnten besser sein. Leather Glove, Traveling Merchant Glove. Nee, elementare Resistenzen sind momentan wichtiger. Royal Swordsman Glove. Wiegt ordentlich. Hat aber sehr gute Resistenzen. Nur gegen Blitz nicht. Dranglake. Ich glaube, ich ziehe die sogar mal an. Passt nicht so ganz zu einem Magier. Wir sind noch unter 50%. Das müsste okay sein. Und Trousers. Wanderer. Night Leggings. Dranglake Leggings sind wir übereinander. Die Wandererboots können wir mal anziehen. So. Wenigstens neue Schuhwerk hat sie bekommen. Hier irgendwas? Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Ne, kein Secret. Aber ein Weg hoch. Also hier scheint es oben weiter zu gehen. Unten kommen wir aber auch ins Haus rein. Die Stelle kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ist hier oben ein Schwarzpulverfass, das man runterkicken kann? Oh. Hallo? Nee, ist hier nicht. Aber sieht sehr ähnlich aus. Aber ja, wir sind ja auch in einem Zwischengebiet zwischen der Bastille und dem anderen Dingens. Große Seele, Green Blossom. Was ist da im Dunkeln? Das sieht aus wie eine riesige Statue. Hm.
Loot. Hidden Path. Ich sehe hier keinen Hidden Path. Achso, da hinter den Fässern vielleicht. Okay, hoch. Runter. Da.